Na, den kennen wir doch. Bei Berlin Tag und Nacht ist er als der taffe Rapper Tyler zu sehen. Aber schon in Folge 198 ist Schluss mit lustig. Darsteller Marvin verlässt die Serie, nimmt aber eins mit, die Musik. Ich mach nicht erst seit jetzt Musik, ich mach schon eine ganze Weile Musik. Und der Musik hat mich schon immer irgendwie begleitet, immer so ein bisschen im Hintergrund. Aber es gibt sogar so zwei, drei Sachen, von denen ich denke, dass man sie schon gehört hat, ohne zu wissen, dass sie von mir kommen. Cool. Und wo läuft die Mucke so? Meine Musik hört man jetzt gerade noch in Australien und ich hoffe, das bleibt auch ein bisschen so. Es gibt verschiedene Radiosender und auch Clubs, die unsere Tracks da spielen, ja. Wie aufregend. Seine Brötchen verdient er sich aber trotzdem noch auf eine ganz andere Art. Jetzt bin ich gerade Marketingleiter in einer Fachagentur, die sich um die Außendarstellung der Internetpräsenz im Gesundheitswesen beschäftigt. Aha, naja, von nix kommt eben nix. Erwischt. Ex-Spice-Girl Mel C macht's nun nicht mehr solo. Die Powerfrau gibt's jetzt nur noch im Doppelpack. Zumindest für ihre neue Single Loving You. Mit Matt Cardle geht sie jetzt musikalisch auf Tuchfühlung. Und auch im Video kommen sich beide verdächtig nah. The song's quite sexy. And when we got the video treatment idea from Johnny Knight, the director, the included in the video was a little bit of a kiss. And we just felt it was relevant to the song, you know, and he had such lovely visual ideas and it's very beautifully shot. Yeah, let's do yeah, it. Yeah, why not? And it's no hardship. Ach nee, ein Kuss für die Kamera. Na, ob's nur dabei bleibt? Die beiden wirken doch schon sehr flirty, auch fernab des Musikvideos. Er ist schon ein kleiner Mädchenschwarm, dieser Marvin Linke. Als Moritz Schönfeld muss er bei Unter uns schon so einige Liebespleiten einstecken. Privat ist er aber seit 4 Jahren glücklich mit seiner Yolanda. Oder etwa nicht? Also zu meinem Privaten würde ich mich eigentlich nicht so gern jetzt mehr äußern, aber ist noch alles gut. Doch, doch, alles gut. Ich fühle mich wohl so, wie es ist. Ach was, das sind ja ganz neue Töne. Wie kommt's denn zu diesem Sinneswandel? Ich denke einfach, ja, dass es in erster Linie ja irgendwie um meine Person im Fernsehen geht, also meine Rolle jetzt im Endeffekt. Und es ist zwar immer schön, irgendwie Leuten preiszugeben, denke ich mal, wie man privat auch ist und so, aber ich finde irgendwie nicht zu viel. Also ich habe ja damals jetzt auch nicht zu viel irgendwie preisgegeben, denke ich jetzt mal. Und von daher alles sachte. Schon klar. Na, dann lassen wir dir mal das kleine bisschen Privatsphäre. Maurice Glover, der kleine DSDS-Casanova. Gibt's bei ihm endlich Neuigkeiten an der Liebesfront? Ich bin immer noch Single, aber ich glaube, es ist die falsche Phase im Moment. Ich komme zu viel rum, bin hier, mal da. Ich glaube, es ist nicht so gut für eine Beziehung. Eine Vorstellung von Fräulein Wright hat er aber schon. Meine Traumfrau würde ausmachen Verständnis. Verständnis für das, was ich mache. Das wäre auch cool, wenn sie gut aussehen würde. Na dann, viel Erfolg bei der Suche.